Wo kann ich überall mit Bitcoin bezahlen? Um diese Frage geht es in diesem Video, aber bevor ich reinstarte, möchte ich deine Meinung wissen. Hast du selber schon mal mit Bitcoin bezahlt? Oder bist du eher der Investor oder der Spekulant und sagst, ich investiere lieber rein, ich sehe das Ganze eher als digitales Gold oder ich sehe es als Anlageklasse, aber Bitcoin irgendwie damit zu bezahlen, kommt mir aktuell nicht in die Tüte. Wie gesagt, bevor ich reinstarte, das Ganze heute mit einer kleinen Präsentation auch. Ich zeige dir gleich mal die eine oder andere Akzeptanzstelle und du wirst vielleicht auch überrascht sein, wer alles so dabei ist, welche namenhaften Unternehmen dabei sind und welche namenhaften Unternehmen planen, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Aber wie gesagt, bevor ich reinstarte, schreib mir deine Meinung unten in die Kommentare rein. Finde ich immer spannend, wer vielleicht von euch da draußen oder ja, wer überhaupt mit Bitcoin schon bezahlt. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Thomas Pollert und auf diesem Kanal, diejenigen, die regelmäßig zuschauen, wissen es, geht es um alle digitalen Themen, unter anderem künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, die Kryptowährungen, natürlich allen voran die größte Kryptowährung Bitcoin, die Arbeitswelt der Zukunft, 5G-Mobilfunknetz und natürlich auch so ein bisschen das Thema Investieren in einer digitalen Welt. Heute. Und das ist ein Herzensthema von mir, ist einfach mal ein bisschen aufzuzeigen, dass Bitcoin nicht nur eine reine Anlageklasse ist, sondern dass man mit Bitcoin, und dafür wurde ja Bitcoin eigentlich erschaffen, auch dementsprechend das ist und man es tun kann, wofür es eigentlich geschaffen ist, nämlich damit zu bezahlen. Und wie gesagt, viele, und wenn ich jetzt Namen nenne, in meinem Umfeld, die sind dann immer extrem überrascht und glauben mir das Ganze nicht. Und da muss ich meinen Laptop aufmachen und muss es denjenigen zeigen, dass diese namhaften Unternehmen dabei sind und du dementsprechend dort mit Bitcoin kaufen kannst und bezahlen kannst. Und natürlich möchte ich auch, bevor ich jetzt in die Präsentation reingehe, noch eins dazu sagen. Und das ist natürlich extrem wichtig. Bitcoin hat natürlich noch technische Schwierigkeiten oder technische Herausforderungen, muss besser zu sagen. Quasi genauso viel Transaktionen abzuwickeln, wie jetzt zum Beispiel deine Kreditkarte oder deine EC-Karte oder auch PayPal. Das ist natürlich momentan mit Bitcoin noch nicht möglich und auch die Transaktionsgebühren werden dann viel zu hoch. Dementsprechend als weltweites Bezahlungsmittel, genauso wie deine Kreditkarte, deine EC-Karte oder PayPal, ist Bitcoin, müssen wir fairerweise sagen, noch nicht geeignet. Aber Bitcoin gibt es jetzt auch knapp erst über 10 Jahre und die Entwickler sind ja dran, diese technischen Hürden zu nehmen. Und ich glaube, auch in den nächsten maximal 5 Jahren werden wir auch diese technischen Hürden gelöst haben. Und wir werden mit Bitcoin genauso viel Transaktionen ausführen können, wie mit einer herkömmlichen Kreditkarte, wie mit einer normalen EC-Karte oder wie mit einem PayPal-Konto. Das nochmal vorweg. Und jetzt starten wir mal rein. Ich habe eine kleine Präsentation für dich vorbereitet, dass du mal sehen kannst und die ganzen Namen lesen kannst. Ich gehe jetzt mal ins Splitscreen rein. Und starte die Präsentation. Wo kann ich mit Bitcoin bezahlen? Und vorweg gesagt, das ist nur eine ganz, ganz kleine Übersicht. Weltweit gibt es weit über 1000 Akzeptanzstellen. Deswegen, ich habe jetzt hier nicht 1000 Namen aufgelistet, sondern wirklich so ein bisschen die namhaftesten und so ein paar Beispiele. Also wie gesagt, die ganze Liste, die findest du im Internet oder ich verlinke auch nochmal dazu aber gleich mehr unter dem Video eine Liste. Und gucken jetzt mal auf unser eigenes Land hier, auf Deutschland. Und ich denke mal, die meisten, die mir gerade hier folgen und die dieses Video gerade anschauen, die leben in Deutschland. Deswegen nehme ich jetzt das mal an. Und wir gehen in den Online-Kanal, das heißt in den Internetbereich. Und du siehst schon einige Namen und einige wirst du kennen. Unter anderem siehst du da zum Beispiel Microsoft. Microsoft, wenn du Windows nutzt, du bist Windows-Nutzer, dann kannst du in dem Microsoft Store. Oder wenn du ein Konsolennutzer bist mit der Xbox, im Xbox Store mit Bitcoin bezahlen. Haben natürlich viele einen normalen PC über Windows oder mit Windows. Und viele nutzen auch die Xbox-Konsole. Und wenn du da, wie gesagt, einkaufen willst, dann kannst du das Ganze nutzen. Aber noch viel spannender finde ich aber das nächste, nämlich zum Beispiel Lieferando. Lieferando, da kannst du Pizza bestellen, du kannst Nudeln oder deinen Lieblingsburger bestellen und vielleicht, wenn du über PC schon mal dich auf Lieferando eingeloggt hast, ich glaube nämlich mit der Smartphone-App funktioniert das nicht, da wird Bitcoin nicht angezeigt, aber wenn du über den PC bestellst, dann kannst du
deine nächste Pizza, dein nächstes Nudelgericht oder deinen nächsten Burger mit Bitcoin bezahlen. Und jetzt gehen wir mal historisch zurück und dieses Jahr war ja dieses große Ereignis, das erste Mal mit Bitcoin bezahlen war vor knapp 10 Jahren. Und was wurde damit bestellt? Eine Pizza. Also, wie cool wäre es denn, wenn du Bitcoin besitzt und 10 Jahre später selber auf Lieferando gehst und dir deine nächste Pizza dann mit Bitcoin bezahlst? Wenn du aber auch gerne verreist, in Urlaub fliegst oder Reisen buchst allgemein, dann kannst du auch auf Expedia gehen und Expedia schon seit Jahren akzeptiert Expedia Bitcoin-Zahlung. Das heißt, deine nächste Reise, dein nächster Urlaub kannst du ganz bequem mit Bitcoin bezahlen, wenn du möchtest. Dann gibt es noch Greenpeace. Greenpeace ist natürlich jetzt nichts, wo du irgendwo groß was zahlst, aber letztendlich, die leben auch von Spenden und das siehst du jetzt hier gerade nicht in der Präsentation. Da unten steht noch Wikipedia, die Suchmaschine oder die Informationsmaschine Wikipedia. Die bezahlst du natürlich dementsprechend auch nicht, aber auch die leben von Spenden. Also Greenpeace und Wikipedia, wenn du spenden möchtest, kannst du das Ganze mit Bitcoin tun. Das Ganze, und das ist das Spannende daran, das Ganze geht auch offline und auch in Deutschland, auch wenn man natürlich immer Deutschland sagt, wir sind so digitale Hinterherrenner und in der Blockchain-Technologie sind wir nicht weit, aber man darf sich nicht täuschen, es gibt hunderte und wirklich hunderte von Akzeptanzstellen in Deutschland, wo du mit Bitcoin bezahlen kannst. Und das Ganze offline und nicht irgendwie online bei Riesenunternehmen, so wie gerade eben genannt. Unter anderem zum Beispiel in Bars und Restaurants in Berlin. Zum Beispiel im, ich nenne jetzt mal zwei Namen, Café Flors oder im Leuchtstoff, in der Leuchtstoff-Kaffeebar. Aber auch in weiteren Städten, zum Beispiel Leipzig, Dresden, Rostock, Hannover, Düsseldorf, Dortmund und. Da kannst du überall mit Bitcoin bezahlen. Und das Ganze vom Schlüsseldienst bis zum Friseur. Also da gibt es keine Branche, wo du nicht mehr mit Bitcoin bezahlen kannst. Natürlich gegenüber wie viel, ich sag mal jetzt, Händler oder wie viel Selbstständige und Unternehmen wir in Deutschland haben, ist das natürlich eine sehr, sehr kleine Zahl. Machen wir uns da nichts vor. Und aber, und das ist das Coole, es ist irgendwie deutschlandweit vertreten und nicht nur, wie immer so ein bisschen in den Medien berichtet, in Berlin. Deswegen habe ich nochmal ein paar weitere Städte aufgezählt. Die ganze Liste hat mal Giga, giga.de, ein Online-Magazin dargestellt. Ich habe den Link dir unten in die Beschreibung mal reingepostet. Kannst du dir gerne mal anschauen. Das ist nach Postleitzahlen sortiert. Das heißt, du kannst dort sehen, kannst deine Stadt mal raussuchen, vielleicht ist sie dabei. Oder deinen Ort raussuchen, vielleicht ist der dabei. Und vielleicht kannst du mal um die Ecke gehen und kannst dann bei deinem nächsten Unternehmer oder beim nächsten Selbstständigen dann mit Bitcoin bezahlen. Schau einfach mal rein. Vielleicht ist, wie gesagt, deine Stadt, dein Ort dabei, wo vielleicht die eine oder andere Akzeptanzstelle ist von Bitcoin. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass wir da in Deutschland auch mitziehen, dass es immer mehr Akzeptanzstellen gibt in Bitcoin. Und wenn du selber selbstständig bist, wenn du selber Unternehmer bist, wäre es natürlich in einer digitalisierten Welt cool, dass du ein alternatives Zahlungsmittel anbietest, nämlich gegenüber Banken, das heißt gegenüber Staaten und Zentralbanken. Das heißt, dass du sagst, okay, ich bin meine eigene Bank und der Kunde hat seine eigene Bank, aber er kann mich auch mit seiner eigenen Bank bezahlen. Und wir sind nicht irgendwie abhängig von irgendwelchen Bankkonten oder irgendwelchen Zentralbanken oder irgendwelchen Staaten. Und das wäre einfach cool, dass du dieses Zahlungsmittel Bitcoin anbietest. Wie gesagt, du bist nicht dann der Erste. Es gibt schon Hunderte oder Tausende weltweit, die das Ganze genauso machen. Gucken wir mal weltweit und was ist so in Planung? Und jetzt überrascht dich vielleicht PayPal, vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, in den letzten Tagen in den Medien. PayPal plant, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Und ich habe es mal reingeschrieben, PayPal hat 277 Millionen Nutzer. Bedeutet, wenn PayPal es wahr macht und in den nächsten Wochen und Monaten Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert, dann haben auf einmal 277 Millionen Nutzer die Chance, mit Bitcoin das Ganze zu bezahlen. Das wäre natürlich ein riesen Push in der Akzeptanz von Bitcoin als Zahlungsmittel. Und das ist aber noch ein Gerücht, aber es ploppt immer wieder auf und du hast es vielleicht schon mal mitbekommen. Amazon, der weltweit größte Online-Einzelhändler mit über 159 Millionen Prime-Kunden, also zahlenden Kunden, die Prime-Kunde sind. Und ansonsten, die Nutzer sind natürlich noch ein Vielfaches höher, wahrscheinlich das Doppelte oder Dreifache, die auf Amazon einkaufen. Und
Da ist immer wieder das Gerücht, dass Amazon Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren wird. Natürlich ist auch immer das Gerücht, Amazon bringt eine eigene Kryptowährung raus. Hier muss man mal abwarten. Aber ich glaube, und wenn PayPal jetzt vorprescht, und dann kann das Ganze natürlich relativ schnell kommen, dass ne, neben PayPal auch Amazon oder auch Facebook oder auch teilweise Apple vielleicht Bitcoin als Zahlungsmittel. Also hier ist auf jeden Fall noch Riesenpotenzial nach vorne. Und ich glaube, es ist noch ein extrem spannendes Thema, wie sich das Ganze entwickelt. Ich schalte mal wieder um auf die Kamera, dass du nur mich siehst. Das war nur eine kleine Präsentation. Und ich glaube, du bist genauso überrascht, wie ich es am Anfang war, wo ich diese Namen damals als erstes gesehen habe. Weil letztendlich machen wir uns da nichts vor. Hast du da drauf schon mal groß geachtet, ob da irgendwie Microsoft oder Expedia oder Lieferando bei ist oder dass selbst PayPal irgendwie bei Bitcoin akzeptiert? Ich glaube nicht, weil mindestens 98% oder noch mehr, die nutzen Bitcoin nur als Investment, die legen ihr Geld dort an, die spekulieren auf Kursgewinne und vielleicht 1%, die Bitcoin besitzen, bezahlen das Ganze mit Bitcoin. Aber, und das war wichtig für mich aufzuklären, dass Bitcoin eine Währung ist, dass es wirklich Riesenunternehmen auf dieser Welt gibt und auch ganz, ganz kleine Unternehmer, die Bitcoin als Währung auch akzeptieren und du das Ganze als Währung nutzen kannst, als Alternative zum Euro, US-Dollar, Schweizer Franken oder so weiter. Und wie gesagt, dafür ist Bitcoin ja erschaffen. Technische Herausforderungen hat Bitcoin dann noch, bis das Ganze irgendwie in der Masse funktioniert. Aber wie gesagt, Bitcoin gibt es noch nicht so lange, deswegen warten wir das einfach mal ab. Und viele sagen auch immer, hat Bitcoin einen Wert? Ich glaube, jetzt weißt du es, dass Bitcoin genauso einen Wert hat, wie es der Euro hat, wie es der US-Dollar hat oder wie es der Schweizer Franken hat. Nur vielleicht im kleineren Stile momentan noch. Aber Bitcoin kann man nutzen, Bitcoin kann man verwenden, genauso wie deine ganz normale EC-Karte, genauso wie deine Kreditkarte oder genauso wie PayPal. Es ist eine, ja, echte Alternative und wie gesagt, die Akzeptanz schreitet immer weiter voran. Täglich kommen neue Unternehmen dazu und wahrscheinlich, wenn ich das Video nochmal in einem Jahr oder in 2 Jahren neu drehen würde, würden noch viele weitere namhafte Unternehmen dabei sein. Ich hoffe, du fandest das spannend und hast jetzt mal ein bisschen Einblick drauf und siehst Bitcoin jetzt auch vielleicht ein bisschen in einem anderen Licht und nicht nur immer nach Kursen, wo steht denn der Bitcoin nach US-Dollar oder nach Euro, sondern du siehst jetzt Bitcoin nach eigentlichem dafür, was er da ist, nämlich als Zahlungsmittel und siehst einfach, dass Bitcoin auch einen Wert hat, weil es ist ein Zahlungsmittel und es hat viele Akzeptanzstellen, namhafte Akzeptanzstellen und das war mir wichtig, dass ich dir das mitgegeben habe in diesem Video. Deswegen auch, wenn du das Ganze gut fandest und sagst, okay, das hat mir jetzt was genützt, das hat mich ein bisschen aufgeklärt, dann freue ich mich natürlich über jedes Gefällt mir, also jeden Daumen hoch. Und wie gesagt, wenn du es noch nicht getan hast, schreib es mir unten in die Kommentare bitte, bitte, bitte rein. Nutzt du Bitcoin als Zahlungsmittel? Bezahlst du damit? Oder ist es eher was für dich zur Geldanlage, wie 98, 99% der Menschheit es auch tun? Oder sagst du sogar, ich habe noch gar nichts mit Bitcoin zu tun, war jetzt sehr interessant mal zu hören, wer da alles drin ist, aber irgendwie traue ich mich nicht daran. Schreib es mir unten rein, würde mich mal mega interessieren. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.